Heute gibt es Garnelen. Das heißt, eine Garnele. Aber die wiegt 23.000 Tonnen. Herzlich willkommen bei Marcus and Movies. Hier sieht man Filme richtig. Invasion of Astro Monster war zwar ein Hit, aber in der Produktion auch recht teuer. 1966 sollte es daher eigentlich keinen neuen Godzilla-Film geben. Man wollte erst gucken, wie man die Reihe in eine weniger teure Richtung lenken kann. Dafür sollte King Kong wieder auftreten. Auf einer Südseeinsel sollte er mit einer Riesengarnele kämpfen und sogar auf Mothra treffen. Toho verhandelte das Projekt mit Rankin-Bass Productions. Arbeitstitel war Operation Robinson Crusoe King Kong vs. Ibira. Rankin-Bass hatte damals die Rechte an Kong und werkelte auch zusammen mit Toho Animations an einem King Kong-Cartoon. Leider gefiel ihnen das Drehbuch nicht und sie zogen sich aus dem Projekt zurück. Produzent Tomoyuki Tanaka aber wollte den Stoff nicht einfach aufgeben. Er ersetzte einfach King Kong durch Godzilla und das Projekt konnte weitergehen. Damit war auch das Godzilla-Kostenproblem gelöst. Godzilla bereist die Südsee und man spart sich die teuren Großstadtminiaturen. Da Ishiro Honda erstmal keine Godzilla-Filme mehr machen wollte, fiel die Regie an Jun Fukuda. Fukuda war zwar bei Soano Daikaiju Radon Hondas Regieassistent, konnte aber mit Kaiju Eiga so gar nichts anfangen. Seine Leidenschaft waren Kriminalfilme. Aber gegen die Anweisung von Tanaka konnte Fukuda nichts machen und so entstand unter seiner Leitung Gojira, Ebida, Mosula, Nankai no Daiketo. Japanische Premiere war am 17. Dezember 1966. Der junge Fischer Ryota will in die Südsee, um dort nach seinem verunglückten Bruder Yata zu suchen. Zusammen mit den beiden Jungs Nita und Ichino klaut er dafür eine Yacht. An Bord befindet sich auch der Dieb Yoshimura, der sich eigentlich nur vor der Polizei verstecken wollte. Gemeinsam geht es also in die Südsee. Allerdings greift während eines Sturms die Riesengarnele Ebira das Boot an. Die vier kentern und stranden auf einer Insel. Dort entdecken sie auch die Organisation Roter Bambus, die an Atomwaffen forscht und damit wohl Übles im Sinn hat. Der Bambus entführt sogar Einwohner vom nahen Infant Island und benutzt sie als Sklaven. Die vier freunden sich mit der entflohenen Sklavin Dayo an und untersuchen zusammen den Stützpunkt des Bambus. Nita wird dabei allerdings gefangen und Ryota fliegt unfreiwillig per Ballon nach Infant Island. In einer Höhle entdecken unsere Helden aber Godzilla. Mit einem Blitzschlag wecken sie ihn auf und er knöpft sich sowohl Ibira als auch den roten Bambus vor. Ryota findet auf Infant Island seinen Bruder Yata. Gemeinsam kehren sie zu ihren Freunden zurück und befreien die Sklaven. Der rote Bambus gibt aber nicht auf und aktiviert einen Selbstzerstörungsmechanismus. Gerade noch rechtzeitig erwacht Mothra und rettet alle in einem großen Fangkorb. Auch Godzilla bringt sich rechtzeitig in Sicherheit, bevor die Insel in die Luft geht. Jun Fukudas Erstlingswerk in der Godzilla-Reihe bringt viel frischen Wind. Der Film ist bunter, frecher und allgemein heiterer als die Vorgänger. Ganz neu ist, dass diesmal nicht Wissenschaftler, Astronauten oder Reporter und dergleichen die Helden mimen. Ryota und seine Freunde sind ganz einfache Leute. Nita und Ichino etwa lernen wir kennen, als sie gerade bei einem Tanzwettbewerb mitmachen. Sowas macht die Heldentruppe leichter zugänglich, zumal sie mit ihrer fröhlichen Art auch sofort sympathisch ist. Ist eine nette Abwechslung zu den ansonsten etwas steifen menschlichen Figuren. Schön ist, dass diesmal wieder jeder was zu tun hat. Ryota und Yata bringen die Botschaft von Infant Island, Dayo, Yoshimura und Ichino erwecken Godzilla und Nita hilft bei der Befreiung der Sklaven. Er sabotiert den gelben Saft des roten Bambus, der den Bösewichten eigentlich Ibira vom Hals halten soll. Ich sage euch, wir müssen nur unseren Verstand benutzen. Ja gut, wir werfen die Früchte einfach weg und nehmen dafür die Blätter. Wobei ich mich hier schon frage, warum keine Wachen eingreifen. Die Infant Island Bewohner sind bei der Aktion nicht gerade leise. Und kurz vorher waren die Wachen noch deutlich aufmerksamer. Die Insulaner konnten nicht mal in Ruhe singen. Sofort aufhören! Alles ruhig bleiben und weiterarbeiten. Das Setting ist auch mal was anderes und Fukuda sorgt auch für reichlich Abenteuer und Inselromantik. Gerade seine Sonnenuntergangsbilder sind sehr stimmungsvoll und fast schon ein bisschen melancholisch. Ich möchte sogar sagen, direkt romantisch. Mit dem roten Bambus bedient man sich wenig subtil bei James Bond und auch sonst steckt die Geschichte voller witziger Klischees. Da schleicht man sich per wandernden Busch an die Geheimbasis ran. Ein Klassiker, darauf fallen die Bösen immer rein. Und sollten sie einen doch entdecken, kann man sie immer noch per Vogel austricksen. Auch wenn man nie erfährt, wo Dayo die Taube eigentlich her hat. Ist ja auch das Normalste der Welt, überall hin Vögel mitzunehmen, falls man spontan jemanden ablenken muss. Mach ich beim Einkaufen immer so. Hier ist Luise vom Pennymarkt. Das war kein Witz. Bei uns geht's zu wie bei Alfred Hitchcock. Spionageballons fliegen einen genau dahin, wo der Plot einen haben will, aber nur, wenn man sich zufällig in sie verheddert. Sonst nicht. Per selbstgemachten Dietrich lassen sich alle Hightech-Türen öffnen. Ein Kinderspiel. Warum auch nicht? Immerhin ist Yoshimura ja ein Vollprofi. Ist Einbrechen eigentlich immer so leicht?
Sowas kann nur ein Amateur fragen. Und die Flucht aus der Basis gelingt mit der guten alten Ich-verkleide-mich-als-der-Feind-Taktik. Alles in Ordnung. Sowas kann man dämlich und abgedroschen finden. Aber es passt zur heiteren Stimmung. Fukuda will ja auch nicht, dass man den Film zu ernst nimmt. Deswegen hat er auch den Subtext von früher über Bord geworfen. Die Warnungen um den roten Bambus kann man leicht zusammenfassen. Atomwaffen sind böse, Kommunisten sind böse und Terroristen sind böse. Zu viel Subtext hätte der heiteren Stimmung natürlich geschadet, aber trotzdem vermisse ich ihn. Die Filme zu interpretieren ist einfach auch Teil des Godzilla-Erlebnisses. Und dieser Teil fehlt hier. Leider merkt man auch, dass es Fukuda mit den Monstern nicht so hat. Nach Godzillas Auftreten ist der Film spürbar behäbiger. Sein Angriff auf den roten Bambus ist sehr routiniert und ohne Highlight. Auch Mothra wirkt wie ein Anhängsel. Sie verschläft fast den ganzen Film und eilt am Ende als Deus Ex Machina zur Rettung. Warum schläft sie eigentlich, wenn der rote Bambus doch schon länger ihr Volk entführt? Sonst ist sie doch immer zur Stelle, um zu helfen. Mothra, rette uns! Noch 5 Minuten, bitte. Bei den Schauspielern gibt es diesmal viele junge Gesichter. Toru Watanabe und Toru Ibuki geben Ryota und Yata. Beides nette, hilfsbereite Kerle, was auch gut gespielt wird. Hideo Sunasuka und Chotaro Togin spielen Nita und Ichino. Die beiden sind perfekte Gegenstücke. Sunasuka als Nita ist recht fröhlich und optimistisch. Guten Tag! Während Togin als Ichino eher bedachter und überlegter vorgeht. Passenderweise hat Ichino dann auch die rettende Idee. Wenn Godzilla wach ist, dann suchen sie uns nicht mehr. Zum zweiten Mal in der Reihe ist Kumi Mitsuno mit dabei. Diesmal als eingeborene Dayo. Die Rolle war dabei eigentlich für eine jüngere Schauspielerin vorgesehen. Aber als die kurz vor dem Dreh krank wurde, ging sie an Kumi Mitsuno. Als Dayo ist sie weit weniger komplex als Namikawa. Dafür aber stets hilfsbereit und sympathisch. Es tut mir sehr leid um deine Kette, aber ich brauche diesen Draht. Akihiko Hirata ist als Kommandant des Roten Bambus herrlich böse und hat dabei offenbar sehr viel Spaß. Sieh mal an, ihr seid also nicht tot. Aufstehen! Mothras Priesterinnen werden diesmal von Yuko und Yoko Okada verkörpert. Die beiden waren wie die Peanuts ein Popsänger-Duo mit Namen Pear Bambi. Als Priesterinnen sind sie okay, haben aber nicht den Charme von Emi und Yumi Ito. Es war dann auch der letzte Auftritt der Priesterinnen in der Showa-Reihe. Die beste Performance liefert Akira Takarada als diebischer Yoshimura. Ich mag seinen Pragmatismus. Als das Boot untergeht, verliert er sein Diebesgut. Allerdings ist ihm klar, dass ihm das auf der Insel eh nichts bringen würde. Das könnten wir doch nicht gebrauchen. Ist doch egal. Jetzt müssen wir da oben rauf. Schönster Moment ist, als Yoshimura in die Basis des roten Bambus einbricht. Der Gute hat eindeutig einen Panzerknacker-Fetisch. Wenn ich verschlossene Türen sehe, dann bekomme ich immer eine Gänsehaut. Und als Zuschauer ist es einfach spaßig, ihn dabei zu beobachten. Leider war es vorerst das letzte Mal, dass Herr Takarada in der Reihe auftaucht. Erst in den 90ern kehrte er zu Godzilla zurück. Godzilla selbst verhält sich im Film sehr untypisch. Zum Beispiel interessiert er sich plötzlich für Frauen. Er findet Gefallen an Dayo. Das liegt natürlich daran, dass Godzillas Rolle eigentlich für King Kong vorgesehen war und man einfach vergessen hat, die Szene zu ändern. Aus dem gleichen Grund vergisst Godzilla wohl beim Angriff auf die Basis, dass er Feuer speien kann und wirft lieber mit Steinen um sich. Auch das Aufwecken mit dem Blitzschlag erinnert an eine ähnliche Szene in King Kong vs. Godzilla. Wobei ich das eine klasse Idee finde. Es ist eine der atmosphärischsten Szenen im Film. Das Kostüm ist das vom Vorgängerfilm, zumindest der Körper. Der Kopf musste neu gemacht werden, weil Eiji Tsuburaya ihn abmontiert und für seine eigene Serie Ultraman als neues Monster verwurstet hat. Leider sieht der neue Kopf wirklich schlimm aus. Godzilla erinnert fatal an das Krümelmonster, gerade wenn er das Maul weit aufreißt. Kekse! Auch der Körper war etwas ausgeleiert, das Kostüm wirft zuweilen Falten. Da man Monster und Film sowieso nicht ernst nehmen soll, stört das auch nicht so stark. Aber es hätte trotzdem nicht sein müssen. Für die Beziehung zwischen Godzilla und den Menschen ist das Ende des Films interessant. Den ganzen Film über ist man vor Godzilla geflohen. Jetzt aber, wo er alleine auf der Insel schutzlos der Atomexplosion ausgeliefert ist, haben die Menschen Mitleid mit ihm. Godzilla, lauf weg, sonst musst du mit in die Luft fliegen! Hörst du denn nicht? Man war noch nicht so weit, Godzilla zuzujubeln, aber sterben will man ihn auf keinen Fall mehr sehen. Die Menschen fangen also an, sich mit den Monstern zu versöhnen. Da unten schwimmt Godzilla! Seht ihr? Er ist tatsächlich am Leben. Ibira ist ein ziemlich langweiliges Kaiju. Er ist einfach nur eine große Garnele. Sein erster Auftritt im Film ist zwar gruselig gemacht und auch wie er die Insulaner erledigt, ist richtig brutal. Aber ansonsten hat er nichts Besonderes an sich. Seine Geheimwaffe im Kampf ist, dass er Godzilla nass spritzt. Wow. Und ich dachte, Ghidorahs Blitze wären cool. Im Ernst, das ist ein gewaltiger Rückschritt. Vor allem im Vergleich mit King Ghidorah. Jeder bisherige Godzilla-Gegner hatte eine besondere Eigenschaft. Ibira hat einfach gar nichts, außer einer gelben Saftphobie.
Mothra wirkt im Film ganz schön zerzaust. Laut offiziellem Kanon ist sie die Raupe aus Ghidorah the Three-Headed Monster, die sich nun verpuppt hat. Aber für den Dreh hat man die alte Marionette aus Mothra vs. Godzilla verwendet. Und die war eben schon ziemlich mitgenommen. Da man Mothra ab und zu auch nur als Madpaint realisiert hat, ändert sich ihr Aussehen auch gerne mal von Einstellung zu Einstellung. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil man Mothra auch nur kurz sieht. Aber trotzdem einfach unschön. Das mit weitem Abstand dämlichste Vieh im Film ist aber ein plötzlich auftauchender Riesenkondor. Godzilla kloppt sich kurz mit dem Vogel und grillt ihn dann mit seinem Feueratem. Die Szene wirkt sehr aufgesetzt. Der Kampf ist sehr wild geschnitten und fast nur in Nahaufnahmen gefilmt. Man sieht eigentlich gar nicht richtig, was da vor sich geht. Interessant ist nur Godzillas Geste mit dem Finger nach dem Getümmel. Sie ist ein Tribut an die Filmserie Young Guy, ebenfalls ein Toho-Produkt. Yuichi Tanuma, der Protagonist der Serie, macht hin und wieder genau diese Geste. Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen Oso Matsu-kun, warum also nicht auch ein bisschen Young Guy? Mich erinnert die Geste ja immer an Vicky. Godzillas Kampf mit Ibira hat ein paar witzige Momente. Die Monster spielen zum Beispiel erstmal Baseball. Verrückt, aber eigentlich nicht mehr verwundernswert. Die Vermenschlichung der Monster ging unaufhaltsam weiter. So vertreibt Godzilla auch die Kampfjets des roten Bambus, als wären's lästige Fliegen. Verdammte Güssen, ja, man darf im Sommer heute nicht das Fenster offen lassen. Abgesehen aber von Godzillas heftigen Finisher am Ende, ist der Ibira-Kampf ziemlich ereignislos. Nett gemacht und vereinzelt witzig, aber da gab's schon Besseres. Optisch sehr schön sind dafür die Unterwasserszenen. Für ein paar Einstellungen waren die Monsterdarsteller Haru Nakajima und Yuzi Kita dafür tatsächlich in einem Wassertank. Man hat sie offscreen mit Luft versorgt. Allerdings war die Sache so gefährlich, dass man das in der Reihe nie wieder gemacht hat. Im Vorspann steht bei den Special Effects zwar immer noch Eiichi Tsuburaya, tatsächlich aber stammen die Effekte von Sadamasa Arikawa, Tsuburayas langjährigen Kameramann. Tsuburaya hatte mittlerweile mit seiner eigenen Firma so viel zu tun, dass er sich nicht mehr um die tägliche Effektarbeit bei Toho kümmern konnte. Er schaute also nur noch von Zeit zu Zeit rein und überließ die Hauptarbeit Arikawa. Und der nutzte die Chance für ein paar Innovationen. So gibt es nun auch bei den Monstern Handkameraaufnahmen und häufiger ist man als Zuschauer auf Augenhöhe mit den Kaijus. Dadurch wirken sie zwar weniger gewaltig, aber es ist auch mal was anderes und zur Abwechslung sehr erfrischend. Vereinzelt gibt es leider ein paar Ausreißer, hier etwa hat man einen Teil des Mad Paints vergessen. Zum Glück fängt man das mit ein paar kreativen Ideen auf. Godzilla etwa speit einem sein Feuer diesmal auch gerne mal mitten ins Gesicht. Gerade beim Compositing gibt es ein paar neuartige Einstellungen, bei denen sich Mensch und Monster sehr nahe kommen. Arikawa war das sehr wichtig, weil er zeigen wollte, wie groß die Monster tatsächlich sind. Und laut ihm kann man das mit einem Menschen besser abschätzen als mit einem Haus. Alles in allem ist der Film tricktechnisch wirklich sehr schön für seine Zeit. Es fehlen allerdings richtig herausragende Szenen wie etwa Ghidorahs Angriffe. Hier ist alles ein bisschen weniger opulent. Man merkt einfach, dass hier gespart wurde. Zum ersten Mal seit 4 Filmen stammt die Musik nicht von Akira Ifukube, sondern von Masaru Sato. Satos Musiken haben einen angenehm flotten Beat. Irgendwie hört es sich an, als hätte man Suzy-Melodien mit James Bond vermischt. Das muss ein Seeungeheuer sein! Das unterstreicht die lockere Stimmung und versprüht auch einiges an Inselromantik. Manchmal ist die Musik aber etwas sehr bemüht komisch. Etwa beim Tango zwischen Godzilla und den Jets. Satos Mothra-Song ist sehr stimmig. Aber sein Godzilla-Thema ist ziemlich einfallslos. Es ist einfach nur tiefes Gebrumme. In den USA wurde der Film direkt im Fernsehen ausgewertet und kam gar nicht erst ins Kino. Er lief unter dem Titel Ibira, Horror of the Deep, was wenig Sinn macht, da Ibira ja nur eine Nebenrolle spielt. Später wurde der Film zu Godzilla vs. the Sea Monster, was deutlich besser passt. Trotzdem nutzt Toho als internationalen Titel Ibira, Horror of the Deep. Das ist zwar irreführend, aber zumindest noch passender als der deutsche Titel. Hier ist er nun das erste Mal, der Frankenstein im Titel. Nankai no Daiketo erschien bei uns am 16. Mai 1969 als Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Der Verleiher war Konstantin Film und die hatten bei der Namensgebung böse Hintergedanken. 1967 und 68 hatte Konstantin Toos Frankenstein-Filme im Verleih. Und die waren in Deutschland so erfolgreich, dass man fortan alles, was auch nur im Ansatz mit Japan-Monster zu tun hatte, mit Frankenstein in Verbindung brachte. Man dachte wohl, dass man mehr Zuschauer anzieht, wenn die Leute alles Monströse für Frankenstein halten. Andere Verleiher machten es Konstantin nach.
Auch nicht-japanische Monster waren davon betroffen. Der Film Konga beispielsweise lief bei uns eine Zeit lang als Konga, Frankensteins Gorilla. Höhepunkt dieser Betitelung kam für mich mit King Kong Escapes. Der hieß im Deutschen King Kong, der Sohn Frankensteins. Kong als Sohn von Frankenstein. Mit wem hat er den wohl gezeugt? Vielleicht mit seinem Gorilla Konga? Da tun sich gewaltige Abgründe auf. Aus heutiger Sicht sind die Titel natürlich absoluter Nonsens. Man kann das wohl als eine der vielen filmischen Verirrungen abtun. Als kleinen Tribut an diese Titel wurde Frankenstein auch bei den verspäteten Veröffentlichungen benutzt. Deswegen heißt The Three-Headed Monster im Deutschen auch Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Und Gamera wurde zu Frankensteins Monster aus dem Eis. Nicht alle Fans sind damit glücklich, dass man den alten Blödsinn wiederbelebt hat. Ich sehe es als netten Tribut, immerhin wurde dieses Genre so damals bei uns zum ersten Mal der breiten Masse präsentiert. Für die Fernseh- und Videoauswertungen ließ man den Frankenstein im Titel aber weg. Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer wurde zu Godzilla, das Ungeheuer aus der Tiefe. Die Synchro fiel wieder recht heiter aus. Also ich glaube, ich lasse dich jetzt. Uwe Paulsen leiht Ryota seine Stimme. Das ist mein Bruder, den suche ich, du musst mich sofort zu ihm bringen. Passend besetzt und nahe am Original. Arne Elsholz spricht Ryotas Bruder Yata. Ihr meint, solange ihr nur in Sicherheit seid, dürfen andere, die in Schwierigkeiten sind, umkommen oder leiden. Oder dann gehen wir allein. Er gibt sich diesmal recht kämpferisch, passt aber ganz gut zum gutherzigen Yata. Als Nita hören wir Gerd Duner. Und der macht den Scherzkeks dank seiner hohen Stimme noch witziger. Das wird lustig werden. Was meinst du damit? Die gelbe Flüssigkeit, die sie mithaben, ist falsch. Thomas Braut spricht den Dieb Yoshimura. Er klingt etwas rauer als Takarada, passt aber ganz gut zur Figur. Jetzt mal langsam. Ich habe in meinem Leben einen Haufen gefährlicher Sachen gemacht. Als Kumi Mitsuno gibt sich Traudel Haas die Ehre. Haas ist unter anderem bekannt als Diane Keaton und Kim Basinger. Mitsuno spricht sie angenehm ruhig und vereinzelt sogar recht sinnlich. Mutra, rette uns, ich flehe dich an, rette uns. Nicht unbedingt passend für die jugendliche Dayo, aber auf jeden Fall passend für die hübsche Mitsuno. Ein bisschen unschön, aber mittlerweile kultig, Godzilla wird im Deutschen zuweilen zu Godzilla. Nur wir wissen, dass Godzilla hier ist. Vermutlich wollte man sich dem japanischen Gojira annähern. Es hört sich aber eher nach Sprachfehler an. Auf DVD erschien der Film 2015 unter dem alten deutschen Titel bei Anolis Entertainment. Wie immer hat man die deutsche und die japanische Fassung in einem Paket. Wobei das in diesem Fall nicht so berauschend ist, die deutsche und die japanische Fassung sind identisch. Bis auf die Sprache versteht sich, aber das ist, denke ich, jedem klar. Ibira Horror of the Deep ist ein frischer und lockerer Beitrag zur Godzilla-Reihe. Der Film ist trotz fehlendem Tiefsinn unterhaltsam und meistens auch sehr spaßig. Die Schlampereien bei den Monstern hätten aber wirklich nicht sein müssen und unterm Strich fehlen einfach die echten Highlights. Als Kaiju-Leckerbissen für zwischendurch taugt der Film aber ganz gut. 3 Punkte. Ibira war am Boxoffice ein solider Hit. Zum Leidwesen Fukudas, denn das hieß, er durfte auch beim Nachfolger wieder die Regie antreten. Tanaka war mit dem Film zufrieden und beschloss, Godzilla fürs Erste in der Südsee zu belassen. Und nicht nur das, die Godzilla-Familie sollte sogar Zuwachs bekommen. Das war Markus von Movies, ich sehe euch beim nächsten Mal und guckt die Filme richtig.